So, meine Lieben, da es heute ein sehr, ja, schwieriges Video ist und wo ich sehr viel erklären muss, beginne ich mal erstmal mit der Analyse. Und zwar, ich habe hier einen DNA-Test von einer Türkin aus Thrazien, also aus Trakya. Und hier sind die Werte eingetragen. Wenn wir jetzt mal die Werte durchgehen, was auffällt, ist natürlich, sie hat tatsächlich diese Ostasien-Gene sind bei ihr wirklich hoch mit 8,3. Das heißt, das spiegelt erstmal das, was wir unter Türken auch immer erwarten. Jetzt schauen wir uns aber die anderen Werte an. Sie hat hier Gedrosia, das ist der Wert um Persien. Da hat sie einen Wert von 10,63, passt eigentlich mehr zu den Westtürken auch, also auch ganz normal. Man sieht ja hier, das sind die Westtürken und sie ist mit 10,63 ist sie sehr nah dran, ist aber nicht den griechischen Werten ähnlich. Also da ist sie, ja, sagen wir mal, hat sie doppelt so viel im Schnitt. Und das ist ja der Durchschnittsgrieche, da hat sie sogar das Dreifache. So. Was ist jetzt aber interessant? Nordwestafrika passt, ist hier einfach im Schnitt. Jetzt kommt ein Wert, da hat sie einen relativ hohen Wert, und zwar 22,91, das ist Atlantik-Mediterran. Das heißt, das ist dieser Wert, der eigentlich schon recht europäisch ist. Muss man ganz ehrlich sagen, also wenn man jetzt diese griechischen Werte anschaut, ist sie zwar noch nicht ganz bei denen, aber ziemlich nahe dran. North Europe, da ist sie sogar ein Schnaps drüber, wobei hier haben wir auch eine Griechen oder Griechin, der hat den ähnlichen Wert. Aber sonst, auch hier, sind Werte, die sind nicht hinterlegt. Was interessant ist, schaut euch mal diesen Wert an, Südasien, da hat sie 0. Und dann kommt das Southwest Asian, das ist dieser arabische Halbinselwert. Da hat sie auch mit 6,29 einen geringeren Wert, aber auch viel geringer wie die Griechen. Also geringer als wie die Türken, aber auch viel geringer wie die Griechen. Da, und beim Kaukasus ist sie tatsächlich nochmal ein Schnaps weniger wie Griechen und auch wie die Türken mit 27,9. 49. Aber die ostasiatischen Gene tatsächlich sehr, ja, überm Schnitt und gut vorhanden. Was jetzt von der Familiengeschichte überliefert wird, passt jetzt auch ein bisschen zu dieser DNA-Struktur. Also sie sagt, eine Seite ihrer Eltern ist aus Bulgarien und ein anderer Teil ist aus Selanik. Wobei sie sagt, da gibt es eine Schiene, das sind Albaner gewesen und eine Schiene waren Krim-Tatar, Türken, beziehungsweise Türken aus Rumänien, die sind eigentlich in der Regel Gagaus-Türken. Das Besondere an diesen Krim-Tatar-Türken, die über Rumänien, beziehungsweise auch diese Gagaus-Türken, die haben eine hohe Balkanvermischung, ist normal, die Türken in Anatolien haben eben eine anatolische Vermischung und diese Türken haben eine Balkanvermischung. Und das ist tatsächlich, spiegelt sich das auch hier in den Werten. Und mir war es jetzt wichtig, erstmal diese Erklärung zu geben. Sie sieht sich auch als Türkin, ist auch nachzuvollziehen. Mit den Werten kann man das auch nachvollziehen. Aber der andere Mix, den sie hat, ist nicht der anatolische Mix, sondern eher der Balkan-Mix. Ist auch von der Familiengeschichte so. Und interessant ist, sie hat die Haplogruppe J2. Mütterlicherseits J2 und das ist eine Haplogruppe, die eigentlich in Anatolien entstanden ist. Und ihr seid ja immer auf die MyHeritage und GetMatch-Ergebnisse gespannt, also geht es gleich weiter. So, jetzt würden natürlich viele, wenn sie jetzt diese Ergebnisse sehen und die Geschichte jetzt Bulgarien, Albanien, Krim-Tatar aus Rumänien, Seljuk, da würde einer sagen, oh, eindeutig eher europäisch, südeuropäisch, Italien, Bulgarien, Greek. Und jetzt, und das ist das jetzt, was wichtig ist, das ist jetzt dieses Orakel vermutet das ja immer. Also das sagt, das ist ja nicht jetzt die Bibel und es ist auch nicht
der Koran, sondern es ist einfach nur eine Kalkulation und es ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, das ist jetzt in Stein gemeißelt, weil jetzt werdet ihr sehen, wieso, wenn ihr weiter runter geht, erkennt ihr nämlich das, was eigentlich eben die Aufteilung der Get-Match-Resultate spiegelt. Da kommt nämlich genau das raus, was eigentlich die Familiengeschichte sagt. Das Mädchen oder beziehungsweise die Frau, die hat hier einen 60-prozentigen Anteil türkische Mixtur und ungefähr 40% britische Mixtur. Und das Interessante ist, Dodeca tippt hier eher auf keltisch, weil das sind die britischen Inseln. Orkney sind ein schottisches Volk, Dutch ist Holland, Kent Englisch. Also da kommt komischerweise jetzt nicht der Part drüber, wo man jetzt gedacht hätte, jetzt kommt der Balkan. Nein, er sagt, diese Person ist zu 60% Türkin und zu 40% keltisch. Weil das sind für mich, also diese Völker hier in dem Bereich, sind eher diese Celtics-Gens, ja. Und ganz interessant auch, natürlich gibt es auch eine Distanz, wo man sagt, sie ist zu 42% zum Beispiel Nogai und dann Norditalienerin. Oder haben wir denn noch einen interessanten Mix? Nein, das ist, da sagt er das Einzige, was er sagt, immer so eine 50-50-Mischung. Wobei, man sieht eigentlich, die Tendenz mit den hohen Ostasiatenwerten bedeutet schon, dass sie überwiegend türkische Vorfahren hatte, aber eine gute Durchmischung im Balkan, in Albanien, in Makedonien, in Bulgarien. Und das ist tatsächlich interessant, dass aber hier dann keine Balkanvölker stehen, sondern wirklich also nordeuropäische Völker, was aber auch teilweise in diesen Daten, was wir jetzt in GetMatch in Dodecat K12 gesehen haben, widerspiegelt. Interessant, nochmal, schaut euch mal das hier an. Kein Südasien, null Südasien. Und schaut euch mal an, was MyHeritage jetzt rausspuckt. Ihr werdet staunen. Also. ...50% Balkan ist nachzuvollziehen. Einen absolut auch sehr großen griechisch-süditalienischen Anteil. Das ist interessant, hier wird fast 1:1 die Getman-Staaten wiedergespiegelt. Aber dieser Wert, 3,8 Südasiatien, der nirgends hinterlegt ist, wird hier komplett als 3,8% Südasiatin wiedergespiegelt, obwohl man überhaupt nicht ansatzweise in ihrer DNA-Struktur das erkennen könnte. Also was ich überhaupt nicht verstanden habe, nach den GetMatch-DNA-Strukturen hätte auf alle Fälle Westasien auftauchen müssen. Erstens, weil ein relativ großer Gedrosia-Wert da ist und auch ein Southeast Asian-Wert ist vorhanden. Also da hätte auf alle Fälle mindestens 20-25% Westasien auftauchen müssen. Also wie MyHeritage Westasien zuordnet oder nicht, ist wirklich manchmal sehr fraglich. Das finde ich hochinteressant. Ich hoffe, hat euch es gefallen. Ich habe es jetzt in Deutsch gemacht, weil es wirklich ein bisschen auch komplizierter war zu erklären. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.